Zuschauermagnet auf der Eurobike in Friedrichshafen ist auch in diesem Jahr die Sprint Show. Spitzenfahrer aus mehreren Nationen zeigen die praktische Anwendung der modernen Bikes. Auf einer speziell angelegten 400 Meter langen Piste geht es um mehrere tausend Mark Preisgeld. Trotzdem herrscht entspannte Stimmung vor dem Start, denn der Spaß steht natürlich im Vordergrund. Kühlmann, taktisch gefahren? Ja, bisher schon, aber trotzdem anstrengend. Taktik muss man auch mit Kondition irgendwann ausgleichen können oder versuchen zu kombinieren. Das ist die Schwierigkeit, wenn man nichts drauf hat. Ist das hier der Ausgleich für die Weltmeisterschaft? Ja, ich versuch's. Hoffe, es langt. Seelisch und moralisch. Ob's reicht für Klaus-Dieter Pühlmann, werden wir gleich sehen. Vor dem Finalrennen erst noch eine kurze Verschnaufpause für die Aktiven und eine kleine Trial-Einlage für die Zuschauer. Oh, 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 doch das Pferd verweigert. Wird er es schaffen? Igor steht. Das Finalrennen der Sprintshow auf der Eurobike 94. Qualifiziert haben sich mit der Startnummer 33 Guido Tschuk. Wolfgang Ebersbach vom Team Giant Sachs-Uwex. Nils-Peter Jensen, Ex-BMX-Fahrer und Indoor-Meister 93. Klaus-Dieter Pühlmann, Mitglied der Downhill-Nationalmannschaft. Uwe Ricke, er fährt für das Team Checkerpick. Und Klaus-Peter Thaler, ehemaliger Straßenprofi und Querfeldein-Weltmeister. Die 400 Meter lange Strecke ist anspruchsvoller, als sie auf den ersten Blick aussieht. Schalten ist kaum möglich. Alle Abschnitte werden mit der gleichen Übersetzung gefahren. Gleich zu Beginn setzt sich Nils-Peter Jensen aus dem Team Huger Buger an die Spitze des Feldes. Uwe Ricke mit der Startnummer 17 lässt sich nicht abschütteln und klebt Jensen förmlich am Hinterrad. Insgesamt müssen die Athleten den Kurs fünfmal umrunden. Jensen und Bricke haben mittlerweile einen kleinen Vorsprung auf das Verfolgerfeld herausgefahren. Schlusslicht im Augenblick die Nummer 40, Wolfgang Ebersbach, der normalerweise in der Cross-Country-Nationalmannschaft fährt. Aber super WM geht inzwischen der Hamburger Nils-Peter Jensen in der Spitze dem Ende entgegen. Schaut sich nochmal um. Inzwischen ist der Vorsprung von Nils-Peter Jensen auf die Konkurrenten deutlich. Auch sein härtester Verfolger Uwe Ricke liegt bereits 6 Sekunden zurück. Hier greift Klaus-Peter Thaler Ricke an und überholt ihn. Im Bild Klaus-Dieter Pühlmann. Er hat in den Rennen zuvor bewiesen, dass er das Feld gern von hinten aufrollt. Die Frage ist nur, ob in diesem schnellen Rennen damit noch ein Platz unter den Ersten drin ist. Seine Taktik scheint aufzugehen, denn jetzt greift Pühlmann schon Uwe Ricke an. Es geht um den dritten Platz. An der Spitze vorne ist das Rennen längst entschieden. Sichtlich erschöpft, aber überglücklich fährt Nils-Peter Jensen seinen Start-Zielsieg unangefochten nach Hause. Als Zweiter geht der Ex-Querfeld-Einweltmeister Klaus-Peter Thaler durchs Ziel. Rang 3 belegt Uwe Ricke. Auf dem 4. Platz Klaus-Dieter Pühlmann und auf Rang 5 Wolfgang Ebersbach.
Boah, im Grundkompliment, zweiter Platz. Ein Applaus für Klaus-Peter Thaler. Im Fahrtipp geht es heute darum, wie man Stufen in steilem Gelände am besten meistert. Downhill-Profi Jürgen Benecke zeigt, wie es gemacht wird. Problem für viele, wenn irgendwelche steilen Stufen oder Absätze kommen oder irgendwelche Kanten zu erklimmen sind, ist die Gewichtsverlagerung. Das heißt, entweder das Hinterrad kommt hoch oder das Vorderrad kommt hoch, weil halt, wie gesagt, das Gewicht nicht richtig verschoben wird. Die Beispielstufe, diese halt, die wir jetzt halt gerade gefunden haben, ist relativ extrem, aber brutal gut zum Erläutern, wie das Ganze funktioniert. Wir nehmen den Fall, man möchte so eine extreme Stufe runterfahren und man weiß nicht genau, ob man es kann oder ob es überhaupt fahrbar ist. Sollte man sich die Zeit nehmen, anzuhalten und das Rad einfach mal zu packen, sich daneben zu stellen und drauf zu setzen. Und dann wird dann sehr schnell sichtbar, ob es fahrbar ist oder nicht. Weil sobald das Kettenblatt über die Kante geht, man sieht, man hat ja eigentlich schon noch ein bisschen Platz, zwar nicht viel, aber ein bisschen, ist es fahrbar in der Regel, je nachdem, was für ein Gelände danach kommt. Wichtig natürlich auch, das sieht man jetzt hier sehr gut, dass man die Kurbeln waagerecht halten soll. Weil sonst natürlich ein Aufsetzen der Kurbeln einen Sturz vorher programmiert. Das heißt, man setzt auf und dann hebelt es ein, so richtig schön aus. Ups. Also gut, was passiert, wenn man jetzt normal drauf sitzen bleibt auf dem Rad? Wenn man sich so anschaut, leuchtet es eigentlich relativ ein. Man kriegt das Übergewicht nach vorne und das bedeutet, das Hinterrad ist zu sehr entlastet. Und der gute Mann wird sich dann wahrscheinlich, oder gute Frau, wie auch immer, wird sich dann wahrscheinlich relativ stark überschlagen in die Richtung. Autsch, das tut weh. Das mag ich nicht. Ich mag mein Bike nicht, mein Sponsor nicht und deswegen müssen wir was dagegen tun und zwar einfach das Gewicht zwischen die beiden Achsen bringen. Das heißt, man muss den Hintern hinter die Sitzgelegenheit bringen oder den Arm hinter den Sattel, die Arme ein bisschen ausstrecken und einfach auch Richtung Reifen arbeiten. Dass man das Gewicht wirklich genau immer zwischen den Armen hat, um wirklich stabil zu bleiben. Wichtig auch, die Arme nicht ganz ausstrecken, weil dann hat man kein Gefühl mehr für den Lenker. Das heißt, man verreißt den Lenker gerne. Man kann schon ausstrecken, aber ein bisschen sollte man immer noch Reserve haben, dass man noch immer ein bisschen steuern kann. Sonst hängt man zu sehr am Lenker und das Rad macht mit allem, was man will. Helm müssen wir aufziehen, wichtig. Und zwar nicht über die Mütze. Upsi. Und dann kann es rund gehen, weil der Kopf, der halt im Normalfall nicht so schnell wie andere Teile. Okay, los geht's. Come on! Stop it! Rewind the tape now. Okay, los geht's. Nochmal die Zusammenfassung. Das Gewicht muss hinter den Sattel. Der Schwerpunkt liegt zwischen den Achsen. Die Arme nicht ganz durchstrecken, sonst geht das Gefühl für den Lenker verloren. Hauptverdächtig auch die Eurobike 94. Aussteller und Besucher konnten mit dieser Trendmesse vollauf zufrieden sein. Das Konzept einer praxisnahen und zugleich zukunftsweisenden Ausstellung ist auch im dritten Veranstaltungsjahr wieder aufgegangen. Wir haben bis heute Nachmittag über 47.000 Besucher hier auf dem Messegelände begrüßen können. Davon in den 5 Tagen über 16.000 Fachhandelskontakte und über 30.000 Privatleute und Biker. Und ich bin ganz sicher, dass das ein außerordentlich gutes Ergebnis ist, und wenn wir die Stimmung beurteilen wollen, die die Leute hier vorgefunden haben, dann können wir sagen, dass die Bike-Szene sicher hier in Friedrichshafen den richtigen Messeplatz gefunden hat.
Mit diesen Bildern verabschieden wir uns für heute.